Hallo meine lieben Freunde der hämmernden Tasten und herzlich willkommen zurück bei The Witcher. Und wir wollen gar keine großen und langen Reden schwingen, einfach durch da. Mal schauen, was uns erwartet. Okay, gut. Das ist nett von dir, wir haben aber unsere eigene Fackel. Ja, na, hallo, hätt's mal nicht so. Golem? Golem? Ernst? Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Sie reisen nicht erkannt. Golem! Da ist ein Golem! Also wir brauchen das Silberschwert schon mal. Der haut uns doch 100 pro die Hucke voll. Wieso? Ich will angreifen. Okay, gut. Wir müssen herausbekommen, was wir... Die magische Falle müsste doch helfen. Der ist zum Glück bisher... Wow. Ach, herrje. Nicht wirklich auf uns konzentriert. Was kann denn uns helfen? Gedanken beeinflussen sicherlich nicht. Die Druckwelle könnte eventuell ihn, wenn er so anstürmt, aufhalten. Na komm. Wir testen es erstmal. Ja, das hält ihn auf. Gut. Das ist wichtig. Dass wenn der auf uns zugerannt kommt, können wir ihn damit ein bisschen aufhalten. Okay. Aber geil schaut der schon aus. Der ist echt von großem Vorteil für uns, dass er sich... Ja, mach eine Fackel an. Mal gucken, ob uns das hilft. Hey! Nimm die Fackel aus der Hand, ey. Lass hier auch mal wieder was machen. Durch die Fackel. Oh, der ist dahin offen. Seit wann ist denn der dahin offen? So. So, jetzt hat er uns auch mal bemerkt. Boah, was die einsteckt, ist der Wahnsinn. Okay, solange wir dem egal sind, aktivieren wir mal noch eine magische Falle. Ach stimmt, wir haben ja gar nichts davon, ich Idiot. Das bringt uns der Feuerschaden. Noch nix. Merke ich. Ah, Mist. Aber wir können ihm wenigstens auch ordentlich Schaden zufügen, wie ich hier gerade sehe. Wahrscheinlich ist hinten auch seine größte Angriffsfläche. Komm, jetzt gleich hammern. Unser Vorteil ist echt, dass er sich auf Kira die ganze Zeit konzentriert hat. Keira. Vella Glan. Das wäre geschafft. Ich wusste, wir schaffen es. Das ist schön. Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorher. Meine Intuition ist ein feines Instrument, Hexer. Unterschätzt sie nicht. Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. In vielerlei Hinsicht. Das ist aber schön. So, da hoch müssen wir so. Ne, warte mal, da ist noch was. Was haben wir da? Oh Gott. Okay. Wolfsleber, Stahlblech. Konstruktöl. Was war's noch, was wir jetzt erlernt haben?
Ich weiß es leider nicht mehr. Weißer Honig, Konstruktöl. Zur Anwendung auf dem Schwert, um zusätzliche Effekte im Kampf zu erzielen. Konstruktöl klingt so, als könnte man das gegen Golems einsetzen. So, Konstrukt. Charaktere. Da haben wir sie schon mal kurz gesehen. Die gute Ciri. Konstrukte, genau. Da haben wir es dann auch. Konstruktöl. Wenn wir durch diese Wand brechen sollen, brauchen wir 20 Pioniere, 7 Maultiere und einen Zentner Salpeter. Oder ein Golem. Wilmir Prass, Vorarbeiter im Carbonberg. Gut, da ich gesehen habe... Oh, was haben wir hier? Nur Waffenschmiede können Waffen und nur Rüstungsschmiede können Rüstung herstellen. Suche nach Symbolen... Ja, ist klar. Ja, das ist immer alles drin mit, aber eigentlich wollte ich jetzt was anderes herstellen. Ach, ich bin bei Handwerk, Idiot. Ich dummerle. Konstruktöl will ich einmal herstellen. Wir haben genug von den Sachen, wie wir sehen. Da haben wir jetzt mal ein bisschen Konstruktöl hergestellt, falls wir hier noch auf weitere Golems treffen sollten. Haben wir da eine Waffe gegen die? Irgendwas stand doch da noch. Was war denn das noch? Entschuldigung, ich muss noch mal kurz nachgucken. Die Meritium-Bombe. Okay. Kann man doch schon irgendwie was? Nee. Nee, haben wir nicht. Gut, okay. Aber wir haben schon mal ein was hilft. So. Stöhnen mal nicht so rum da hinten. Ohne Truhe. Schnur, gehärtetes Holz, Holz, Jägerstiefel. Okay. Aber hier kannst du keine Gegenstände herstellen, ja, ist klar. Okay, weiter geht's. Mit der Fackel in der Hand und der Kehre. Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Hängt davon ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es sein wird? Was sie sagt? Wie sie aussieht? Nein. Tut mir leid. Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich. Ja. Schau mal hier lang. Die Punkte zeigen uns zwar einen anderen Weg, aber ich möchte jetzt gerne wissen, was hier hinten ist. Dass wir uns kaum kennen. Jedenfalls nicht genug, um über Persönliches zu reden. Schaut das an? Keine Sorge. Das wird nur. Ja, stöhn nicht rum. Du sollst nicht drum rumrennen. Du sollst es anzünden. Mehr verlange ich ja nicht von dir. Nein. Der Herr rennt noch eine Runde drumherum. Oha. Was denn? Wieder dieses Gefühl? Und wie? War vielleicht doch nicht so gut, hier lang zu gehen. Was soll man da jetzt? Gargoyle. Ein Gargoyle. Ach, herrje. Zählt das auch zu den Konstrukten? Wow. Nein, wo sind wir nur hier gelandet, ich Idiot? Machen wir ein Schutzschild. Trinken einen Schluck Schwalbe. Wir können es nur probieren. Da. Diese Aktion kannst du im Kampf nicht ausführen. Nicht dein Ernst. Ach Mann. Komm schon. Mit der Fackel in der Hand können wir leider keine kritischen Angriffe ausführen. Deswegen habe ich die jetzt mal weggesteckt. Dieses Schutzschild ist echt hilfreich. Und natürlich ist es auch sehr hilfreich, dass ich der hauptsächlich auf
So wie der Golem auf Kera konzentriert. Das ist aber echt verwirrend. Was? Oh! Ach, nicht euer Ernst. Och, das kann doch nicht euer Ernst sein. Der greift uns zweimal an und wir sind tot. Also jetzt ist mal gut hier. Zwei Schläge und wir sind tot. Geiler Hexer. Haut rein. Ey. Das ist sehr deprimierend. Es lädt doch schon wieder so lange. Selbst wenn ich es jetzt wollte, wüsste ich jetzt gar nicht, ob ich den Schwierigkeitsgrad jetzt runterstellen könnte. Weiß ich gar nicht. Also wie gesagt, ich will es nicht, aber mich würde es jetzt mal interessieren, ob wir das jetzt während des Spiels machen könnten. Aber nach dem Golem wird das doch gespeichert haben, oder? Also ich hoffe es jedenfalls mal. Ansonsten machen wir ihn halt nochmal fertig, auch wenn eigentlich Kera die meiste Arbeit gemacht hat und die größtenteils die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat, beziehungsweise nicht mal beabsichtigt. Der Golem ist halt die ganze Zeit, der fand die bestimmt heiß. Vella Glan, das okay. Wäre geschafft. Jo. Ich wusste, wir schaffen es. Gut, dann müssen wir hier, dass wir das so zack, 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 zack. Wirklich? Dann sag es mir nächstes Mal. Zwei Sachen. Eine Option. Spiel. Tutorial-Nachrichten brauchen wir nicht mehr. Hiebe, Hexersinne für Farbenblinde. Was ist das denn? Ah, hier könnte man es dann auch hin und her, aber... Nein, wir bleiben dabei. Meine Intuition ist ein feines Instrument, Hexer. Unterschätzt sie nicht. Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. In vielerlei Hinsicht. So, okay, also... Genau, es muss halt aufs Schwert. Bevor wir da reingehen, machen wir uns das auf das Schwert drauf. Opa da! Fast an der Kiste vorbei. Also ich bin an der Kiste vorbei, aber mir ist mir nur eingefallen. Jetzt nehmen wir wieder alles mit. Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Lalalala. So, und bevor wir da reingehen... Inventar. Konstruktöl. So. Hängt davon ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es... Opa! Was denn? Wieder dieses Gefühl? Und wie? So. Bin ich mal gespannt, ob uns das hilft. Schutzschild schon mal einsetzen. Nimm dies. Nee, Schwert behalten. Komm schon. So, wir dürfen dem erstmal nicht zu nahe kommen. Wow. Nächstes Schutzschild. Wow. Behalte deinen Schleim für dich. Ich hätte jetzt natürlich auf die Schadenspunkte vorhin achten müssen. Uah, nicht schauen. Trammelt er gleich wieder auf den Boden. War klar. Ah, wir waren zu nah dran. Wow. Wenn der uns trifft. Wegen fest! Wegen fest! Wegen fest! Na! Ah. Okay. Der ist doch gerade mal Level 6. Wie hatten der das dann geschafft, mit zwei Schlägen uns zu töten? Boah. Nur durchs auf den Boden trampeln. Ey.
Boah, der will jetzt uns. Na, okay. 4 Schadenspunkte, das ist nichts. Wir warten, bis er wieder auf den Boden trampelt. Nein, er wirft was nach uns, der... Ah! Oh. Nein! Oh, er hat uns getroffen. Jetzt spuck nicht. Oh, noch ein bisschen Schwalbe dazu. Wow, wie schnell kann der auf einmal rennen? Und jetzt können wir angreifen. So, hat er zwar unser Schutzschild zerstört, aber... Na, wir sind doch ausgewichen, ey. Dachte ich. Wow, 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 Freundchen. Endlich bin ich seinem Wurf mal ausgewichen, ey. Es ist noch viel Arbeit. Aber wir können es schaffen, sofern ich mich hier nicht in die Ecke drängen lasse, ey. Jetzt hänge ich fest. Ich bin echt froh, dass wir Kehra haben hier. Komm, halt, neues Schutzschild. Oh, ja, gleich zweimal hintereinander, oder was? Oh, nee, das habe ich nicht kommen sehen. Wir haben es gleich, wir haben es doch gleich. Geh weg. Nein, 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 nein. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Was? Schau, sie gehen auf. Gehen wir. Okay. Wir haben es geschafft. Das ist so schön. Wir haben es geschafft. Da treten mir Tränchen in die Äuglein. Menno, wir haben es echt geschafft. Es war zum Schluss wieder ziemlich knapp, aber... Wann haben wir denn mal ein Level-Up? Oh, das dauert noch. Bis wir hier mal ein Level-Up haben. Wir haben lauter... Diese... Mutagene. Wir bleiben bei dem Greifmutagen. Da rein damit. Ach, herrje. Freunde, Freunde, Freunde. So... Wir haben noch ein bisschen Brot. Warum gibt es uns rohes Fleisch anstatt Brot? Brot ist viel leckerer als rohes Fleisch. Wir haben eine Wasserflasche, Apfel. Ein Apfel und ein Ei. So, okay. Hier ist nichts. Hier haben wir was. Nein, auf. Da steht X, ich drücke X. Meiste Visimas. Ledermänne, Silbererz, Salpeter, Kronen. Nein, was möchte ich natürlich jetzt noch gucken? Für euch als kleines Service. Hä? Das ist die Erscheinung. Erledige all deine Geschäfte, bevor du stirbst. Verabschiede dich von deinen Liebsten. Entschuldige dich bei allen, denen du Unrecht getan hast. Schreibe dein Testament, sonst wirst du diese Welt niemals richtig verlassen. Und dieser Gargoyle jetzt? Tauchte den jetzt hier nicht auf? Ich dachte. Hm. Verwirrend. Sehr verwirrend. Na gut, okay. Geht's jetzt hier mal weiter? Ach, wir essen das Brot einfach mal. Dort ist ein Portal. Wir müssen es schnell aktivieren. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich noch ein Golem überrascht. Bitte nicht.
Hier, ich mach dir auch ein bisschen Licht. Da haben wir's. Noch eine Schwalbe. Schau, es hat geklappt. Komm. Dein Ernst. Na dann, ab die Post. Aber es sollte jetzt speichern. Oder? Wäre jedenfalls logisch. Aber erstmal lädt es. Schau, wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben wir die wilde Jagd gesehen. Toll. Das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Ja. Bella Glan. Echt? Wann? Vorletzte Folge? Oder wann haben wir damit angefangen, hier rüber zu wollen? Definitiv. Sie haben die Wächter des Magiers zerstört. Zum Plaudern sind sie jedenfalls nicht hier. Ernsthaft? Hattest du das hier gedacht? Die haben das hier einfach mal so fix gemacht und wir kamen nach zwei Schlägen von dem Gargoyle immer tot. Genau. Das finde ich ungesunden Optimismus. War nicht nur die zwei. Ein paar mehr. Noch einer. Sie eingefroren, ehe sie angreifen konnten. Bei unserem Glück wachen die gleich auf. Aber dann ist hier Ruhe in der Truhe. Eine Schicht im Schacht. Was kommt jetzt? Mami? Was ist das? Die weiße Kälte. Ein Magier der wilden Jagd hat sie beschworen. Kannst du die Risse verschließen, durch die sie kommt? Zu weit weg. Wir müssen näher ran. Ich schirme uns mit Demetia Crest-Zwoge ab. Bleib dicht bei mir. Ich gebe mein Bestes. Ja, Rihanna, wahrscheinlich. Fertig, bleib bei mir. Ja, wahrscheinlich bekomme ich eh gleich Besuch. Jetzt hat sie echt eine Lebensanzeige. Sie hat eine Lebensanzeige. Ich mag doch sowas nicht. Hallo. Kämpfst du erstmal gegen mich? Das sind zu viele. Uah. Nein, nicht raus. Ach, das wird doch nicht. Das wird doch nicht. Ach. Ach, stellt euch schon mal drauf ein, es wird einige Tote hier geben. Das wird doch nicht. Naja. Kann nur besser werden. Wir sollten den Drang Katze echt herstellen. Weil ich es da gerade gelesen habe mit Finsternis und so. Das wäre, glaube ich, recht hilfreich. Wäre jedenfalls nicht das Verkehrteste. Ich sag mal so, das ist wirklich ein bisschen so das einzige, also das nervt sogar noch mehr als permanent zu sterben. Dieses ewige Gelade. Oh, jetzt sind wir schon wieder hier. Euer Ernst. Einen Moment.
Denn hier ist kleiner Morana-Runenstein. Runenstein wird in einer freien Fassung eines Schwertes platziert, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Brauchst einen Gegenstand mit einer Fassung. Das Bier. Wir haben hier Bier gefunden. 5 Stück, deswegen hauen wir uns das gleich mal drauf. Wir brauchen Erhöhung der Angriffskraft. Na, jetzt rennen wir da wieder hinter. Lalalala. Haben sie eingefroren, ehe sie angreifen. Können wir das überspringen? Überspringen. 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 Wir kennen das schon. Ist mal gut. Na, wenn du das sagst. Was ist das? Ey, was muss ich. Alles überspringen. So, wir nehmen jetzt einfach hier erstmal so ein Bier. Ach, na geil. Da habe ich das nicht gelesen. Durch ein Bier wird der schon benommen oder was? Das steht da nicht. Naja. Kann nur besser werden. Auch wenn wir ein bisschen betrunken sind. Schlechter als bisher kann es nicht laufen. Wir müssen sie schließen. Soll ich? Ich mach's, aber gib mir Deckung. Halt dich zurück. Mann! Ein Hammer. Bisschen Feuer noch hinterher. Bisschen Bier. Wieder zurück in den Kreis. Da greifen die zweimal. Oh, und dann gehen wir raus. Ach Mann. Freunde, es tut mir echt leid. Oh. Wir beenden die Folge hier. Wir sind schon bei 28 Minuten mittlerweile angekommen. Aber wir haben ein gutes Gefühl, wir bekommen das hin. Beim nächsten Mal bekommen wir das sicherlich hin. 100 Pro. Also 99%. Vielleicht auch nur 95%. Aber wir schaffen das. Danke, dass ihr dieses Mal wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei The Witcher.